Willkommen zurück zu Ancient Cities. Der Herbst steht vor der Tür. Es wird wieder ein bisschen frischer. Es wird wieder wahrscheinlich sehr viel regnen, bevor es dann bitter kalt wird. Aber unser Stamm ist sehr gewappnet. Was bist du denn hier? Schwanger oder was ist hier los? Seht ihr das? Das sehe ich zum ersten Mal. Also schwanger oder es gab sehr viel zu essen. Wir gucken mal ganz kurz. Das hier ist Itza, ist das. Anscheinend schwanger. Steht das irgendwo? Geschickt, entschlossen, stark. Ah, hier, schwanger, tatsächlich. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen, dass das hier auch im 3D-Modell sich niederschlägt. Guck dir das an, das ist ja fantastisch. Die Frage ist, die arbeitet jetzt aktuell trotzdem? Anscheinend, ne? Die stört das gar nicht. Die kann hier auch im schwangeren Zustand zumindest teilweise arbeiten hier. Hier sieht man die neuen Messer, die hier herumgetragen werden. Sehr schön. Ich hoffe, dass wir hier uns nicht verkalkulieren mit den Faustkeilen, aber ich vertraue jetzt einfach mal dem Tooltip, dass dieser Faustkeil besser ist wie das Knochenmesser. Ich weiß nicht, wieso das so sein soll, weil das Knochenmesser einfach viel, viel moderner aussieht. Aber es ist so. Es ist anscheinend so. Wahrscheinlich, weil er viel stabiler ist. Knochen bricht ja wahrscheinlich sehr schnell. Und wenn du einen schönen, scharfen Stein nutzt, dann klappt das wahrscheinlich auch ganz gut mit dem Schneiden. So, ach schön, Mensch, jetzt haben wir hier auch schon mal gesehen, dass hier, Itza hat ein Kind geboren, dass hier auch ein schwangeren Modell zu sehen ist. Ist sie immer noch schwanger jetzt? Oder hat die das Kind auf dem Arm? Adi ist wieder normal jetzt, ne? Das geht rucki zucki. Überhaupt kein Problem. Da steht immer noch schwanger. Moment, Itza? Die Doppelschwangerschaft? Da stand doch gerade eben, Itza hat Kind geboren, oder? Oh, Sternschnuppe. Und jetzt ist Itza gestorben. Ach, das ist eine andere Itza? Hier Itza gestorben, Moment. Es muss aber eine andere Itza sein. Frage ist, kann ich die Itza sehen? Sieht man die Itza? Ukene, die taucht nämlich hier nicht mehr auf. Die wird wieder irgendwo liegen. Wahrscheinlich vorzugsweise wie bei unserem Stamm üblich unter der Bank. Ja, keine Ahnung. Oder vielleicht im Zelt. Ah, da liegt sie. Da liegt sie hinter dem Zelt und wird betrauert von allen. Guck dir das an. Oh, das habe ich aber auch noch nicht gesehen, dass die echt so jetzt herumstehen alle. Tatsächlich. Und abtransportiert Richtung ja, mittlerweile nicht mehr ganz so frisch ausgehobenes Grab. Und ja, die Zeremonie ist wie immer etwas unspektakulär, aber das will unser Stamm so, das passt schon. War das jetzt unsere, mit 69 schon, uiuiui, war das jetzt unsere Bürgermeisterin? Nee, das ist die Ukene. Das ist die Ukene, okay. So, okay, also, jetzt gucken wir uns mal um. Jetzt habe ich nur noch 71 Fleisch hier, das, okay, müssen wir jetzt echt im Winter umziehen? Das Problem ist, wenn wir im Winter umziehen und dann auch auf den Berg gehen, wie von uns quasi geplant. Dann brauchen wir aber ein bisschen Vorrat, wenn wir auf den Berg ziehen hier. Ansonsten geht das in die Binsen. Ah, da ist nochmal Pferd hier. Ah, da ist Pferd. Sehr schön. Okay, Pferd ist noch da. Wunderbar. Alles gut. Zwischenzeitlich temporär nur ein bisschen Fleischmangel. Man könnte ja jetzt, wie ich schon gesagt habe, mal hier drei Leute einstellen, die sich um die Jägerschaft kümmern. Einfach weil unser Stamm jetzt schon eine gewisse Größe erreicht hat. Und dementsprechend dann auch mehr ist. Das heißt, wir brauchen auch mehr Leute, die wieder Essen hervorbringen. Bei den Fischern würde ich das noch so lassen, wie es ist momentan. Und die anderen Sachen, die müssen wir dann überprüfen. So, die erste Schilfhütte ist abgeschlossen. Da ist sie. Guck dir das an. Auch mit einer formschönen Tür hier vorne. Also wie gesagt, hier könnte ich mich schon auch niederlassen. Obwohl wahrscheinlich aus diesem Schilf, aus diesem gesammelten Schilf auch noch das ein oder andere Käferhirn herauskriecht. Was ich jetzt nicht ganz so prickelnd fände,
So, wir haben was Neues gelernt. Ein Feuersteinspeer. Leute, es geht Schlag auf Schlag, was jetzt die Werkzeuge betrifft. Das ist Wahnsinn. Die Handwerker kommen gar nicht mehr hinterher. Nicht die Handwerker, die Werkzeugmacher kommen nicht mehr hinterher. Wir haben genügend Äxte, wir haben genügend Holzspeere. Und wir fügen hinzu den Feuersteinspeer. Der Feuersteinspeer gibt uns Fischen nur 25. Ich gehe mal davon aus, die sind schon so intelligent, dass sie dann nicht mit dem Feuersteinspeer zum Fischen gehen, sondern entsprechend mit der Knochenharpune. Aber die Jagd 150%. Momentan haben wir den Holzspeer, der gibt uns hier 50% nur für die Jagd. Fischen 50, wir bräuchten den Holzspeer gar nicht mehr. Pflügen, für das wäre er später dann nochmal wichtig. Und für das Aussäen, weil das die anderen Gerätschaften, wenn ich das richtig sehe, ernten, nee, nicht können. Das heißt, was wir jetzt machen, ist wahrscheinlich, wir werden den jetzt erstmal, wir können ihn ja noch laufen lassen. Wir haben ja ein Maximum von 20, das passt schon. Ich fürchte halt nur, dass dann irgendwie die Leute vielleicht den Speer verwenden und nicht den Holzspeer, um zum Beispiel auf Jagd zu gehen. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Na gut, ich habe mal Vertrauen darauf, dass die Leute wissen, was sie tun. Wir machen mal hier 20 Speere, weil wir brauchen eigentlich nicht 20 Speere, oder? Nee, da brauchen wir nicht 20. Wir brauchen hier Maximum, ich würde mal sagen, 5, oder? Habe ich denn bei... Wir machen mal 10. Wir machen mal 10 Speere. Speere werden gefertigt aus Faustkeil, den wir jetzt dann wieder verbrauchen quasi hier oben, den wir jetzt machen schon. Und einen bearbeiteten Stock. Also auch nochmal zusätzliche Arbeit für unsere Handwerker hier. Aber das sieht gut aus. Das sieht ganz ordentlich aus hier. Die kommen schon ganz gut zurecht jetzt. Gut, Pflanzenfasern sammeln. Da sind wir annähernd am Limit. Das ist schön. Steine brauchen wir keine. Haha, das reimt sich. Holz. Baumstämme. Sind auch da. Stroh müsste dann bei Reed. Ich glaube, wir pausieren dich mal, oder? Beziehungsweise machen ja auch die 20 bei Reed, bei Schilf. Damit die Leute nicht zu viel Zeit hier mit dem Sammeln von Schilf und Stroh verwenden. Wir brauchen das nur zum Reparieren dann. Aber ansonsten können wir das leider ja nicht mitnehmen dann auf den Berg zum Beispiel. So, Leder sammelt sich an, auch sehr schön. Essen wird zu wenig jetzt plötzlich. Also Fisch ist noch da, aber Essen wird zu wenig. Was ist das Problem hier? Unter 100 Trockenfleisch jetzt. So, Auffanggruppe ist momentan niemand. Das ist schön. Und alle anderen sind annähernd besetzt jetzt. Gut. Wir müssen mal die Jäger ein bisschen beobachten, was die machen hier. Ich habe schlechtes Gefühl, aber es, also es, ne, rein statistisch gesehen sieht das richtig gut aus. Sieht richtig gut aus. Wo ist das Wildpferd? Ist das vielleicht sehr weit weg? Wo ist unser Stamm? Ist unser Stamm... Oh, das ist über den riesigen Fluss jetzt hier oben. Ich habe extra ja ganz am Anfang, als wir den Siedelplatz uns ausgesucht haben, habe ich extra gesagt, ja, hier drüben, da siedle ich nicht. Da müssen die immer rüberlaufen, dann zum hier rüberlaufen zum Jagen. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt laufen sie von hier nach hier. Naja, aber immer noch ganz okay. Wenn ihr euch erinnert, wie die Laufwege, war das beim letzten oder vorletzten Lagerplatz, wo man gefühlt irgendwie 20 Kilometer gelaufen ist, bis man den Kadaver plündern konnte. Ja gut, wir schauen uns mal ein bisschen die Umgebung an, während unser Stamm jetzt hier hoffentlich wieder ein bisschen mehr um die... Ah, hier ist eine Wildziege, um die Fleischbeschaffung kümmert. So, weiter geht gar nicht. Sieht man auch ein bisschen texturmäßig, ne, wie weit das hier gerendert wird. Hier ist nur noch Staffage quasi. Kann das sein, dass unsere Leute jetzt so viel essen? Ist auch schon Schluss. Kann es sein, dass die Leute jetzt so viel essen mittlerweile, dass wir nicht mehr hinterherkommen mit dem regulären Tierfang? Dann müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Oder warten, dass die Alten sterben. Wir haben jetzt ganz schön viele hier. Wieso arbeitet er hier nichts?
63, ah, okay, das ist erlaubt. Ey, die arbeiten ja nichts mehr. Eieiei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute, die nichts arbeiten. Puh. Oh, gut. Wir können nichts Besseres auch einstellen, weil Ukene jetzt so schlechte Werte hat. Sie liegt schon im Sterben. Die zweite Bürgermeisterin wird demnächst wahrscheinlich von uns gehen. Finde ich auch ein bisschen makaber, dass man hier... sie fühlt sich, als läge sie schon im Sterben. Sie merkt und weiß bereits, dass ihre Zeit gekommen ist. Und dann bekommt sie hier so ein komisches Sad Smiley. Es ist auch ein bisschen pietätlos, finde ich. Na gut, ich bin mal gespannt, wer hier nächster Bürgermeister wird. Ah, da könnte man auch wieder so viel machen, ne? Man könnte ja, ja gut, Wahlen wird es jetzt hier nicht geben. Vielleicht normal, ich keine Ahnung, wie war das denn in den Stämmen? Ist da immer dann das älteste Stammesmitglied nachgerückt? Oder das beliebteste Stammesmitglied nachgerückt? Wie war das denn damals? Anno dazumal. Wer hat denn hier das Amt des Bürgermeisters dann bekleiden dürfen, wenn der Posten wieder frei wurde? Oder wurde vielleicht bestimmt wahrscheinlich, ne? Bestimmt vom Vorgänger. Aber da könnte man auch noch ein bisschen was machen hier, ne? Das wäre schon ganz schön. Wir folgen mal ein bisschen der Bürgermeisterin. Und ja, sie muss schon sehr, sehr hart atmen, wie man hier sieht. Das Geweih drückt auf die Stirn. Es ist auch sehr schwer, aber es muss getragen werden. Der Stamm, der hat da so eine ungeschriebene Regel. Nur ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin mit Geweih auf dem Kopf wird auch wirklich akzeptiert. Auch wenn es schmerzt, auch wenn es drückt, man muss auch mit ihm ins Bett gehen. Was natürlich sehr störend ist, wenn es ständig irgendwie ein bisschen so kratzt und schabt am Boden, an der Lehmhütte. Aber so ist es halt mal. So, also sie weiß noch nicht, ob sie die Nacht überlebt. Wir gucken mal in der komfortablen Strohrubenhütte. Könnte es vielleicht doch so schön und warm und kuschelig sein, dass das überhaupt kein Problem ist. Sie ist 71 Jahre alt. Ah, sie ist es, die ganze Zeit unser Trockenfleisch hier weg ist. Ah, ist ja schon wieder 99, das ist gut. Ich gehe jetzt wieder sehr zur Neige. So, jetzt kommen nochmal Migranten. Bin geneigt, nicht aufzunehmen. Ja, nee. Oh Gott, guckt euch mal die ganzen Eigenschaften an, die schlechten. Ich würde gerne meinen Fokus... Oh, da ist sie umgefallen. Das ging schnell. Ich wollte gerade sagen, ich will den Fokus auf die Bürgermeisterin halten. Und da ist sie schon zusammengebrochen. Das Gewicht, die Last des Geweihs war einfach zu schwer. Ich muss mal ganz kurz husten. Ich hoffe, das Mikrofon war ausgeschaltet. So, also die liebe Ukene ist von uns gegangen. Zweite Bürgermeisterin des Stammes der Eisbrecher, wollte ich schon sagen. Der Eiswanderer natürlich. Kleiner Fauxpas, es tut mir sehr leid. Und ja, wird jetzt wahrscheinlich dann zu Grabe getragen. Oh, das ging aber schnell. Hier wurde aber wenig getrauert. Anscheinend sehr unbeliebt. Einmal um die Bank herumgelaufen. Und jetzt hier macht man sich auf den Weg Richtung Beerdigung. Wer kümmert sich darum? Abartanban kümmert sich darum. Sehr denn unfreundlich und dumm. Der macht die... Also ich habe das Gefühl, die Bürgermeisterin war nicht sehr beliebt. Wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, wieso. Was hat der denn in der Hand? Dennoch seine Fasern in der Hand. Ganzen Fasern in der Hand anscheinend. Sieht aus wie ein Nackenkissen. Na gut, auf alle Fälle, ich habe das Gefühl, die Bürgermeisterin war nicht unbedingt beliebt. Weil sie hier eine Beerdigung von Abartanban bekommt. Und auch die Trauerzeit war extrem kurz. Na gut, also dann hier oben im Feld begraben. Ach guck, er weint schon. Also zumindest Abartanban hatte die Bürgermeisterin lieb. So, und jetzt... Oh. Jetzt bloß nicht sterben hier, ne? Jetzt bloß nicht sterben. Bisschen aus der Puste kann ich mir aber durchaus vorstellen. Ich meine, zumindest ein bisschen Hilfe wäre angebracht gewesen, den Leichnam zu transportieren. Aber nein, machen die alles alleine. In Dawn of Man hattest du zumindest dann einen Karren, der gezogen werden konnte.
oder auf die Leiche dann gepackt wurde. Aber hier wird die Leiche einfach hier auf die Schulter gepackt. Na gut, das sind noch andere Zeiten. Da vorne sieht man einen Innenstamm mit Waben. Schön. Also schöne kleine Details. Liebe das, ich liebe das. Gut, wir gucken jetzt mal, wer hier der neue Chef ist bei uns im Stamm. Zum ersten Mal ein männlicher Bürgermeister, Ur 58, hat ganz formidable Eigenschaften, wenn ich das richtig sehe. Entschlossen ist er und charismatisch, perfekt. Der arbeitet auch noch, oder? Der Ur arbeitet noch. Nee, der arbeitet nicht mehr. Führt halt ganz gern ehrlicherweise jetzt mal leicht das Arbeitsalter nochmal eine Stufe hochsetzen, ehrlicherweise. Dass die wenigstens vielleicht bis 60 arbeiten. Das wäre halt mal ganz schön hier. So, du bist 51, 41, 63, 65, 64. Ja, dass die, der Uhr arbeitet jetzt wieder, ja. Dass wenigstens die mal ein bisschen wieder arbeiten, weil es geht uns so viel Arbeitskraft auch verloren. Das ist ja das Problem. So, ein Hirsch, Wildhund und Schwein. Ah, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Jetzt kommt erst der Winter. Der Winter kommt jetzt erst. Wir fahren nochmal die... Wir fischen den ganzen See jetzt leer, Leute. Drei Leute werden zum Fischen abkommandiert. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich fürchte ja fast, wir müssen hier zur Winterszeit herumlaufen. Ich wollte mir eigentlich ein bisschen mehr... Oh, das ist zum ersten Mal Hülsenfrüchte. Ich wollte mir eigentlich zur Migration jetzt Richtung höchster Spitze... Wollte ich mir eigentlich mehr an Essen ansammeln und dann, wenn wir quasi so richtig viel Zeug haben, loslegen. Aber so wie wir jetzt aktuell die Werte haben, bin ich ja geneigt, noch mal kurz woanders Halt zu machen, auch wenn das sehr aufwendig wäre. Aber dass wir nicht mal irgendwie 100 Trockenfleisch oder 100 Fisch haben, das wäre wahrscheinlich so das Minimum, das wir bräuchten. Ich meine, wir haben noch 11 Haselnüsse, die müssen ja auch für irgendwas nützlich sein. Schwierig, das ist echt schwierig. Verdammt, da geht dahin mein Plan quasi. Gut ist, dass wir die ganzen Sachen wieder bekommen oder einen überwiegenden Teil wieder bekommen. Der Stöckchen und Ledereinheiten und so weiter für die Migration durch den Abbau. Aber das Essen ist echt verwunderlich. Ne? Jetzt gibt es nur noch den Hasen. Hasen bringt halt nichts. Oder fast nichts. Einzig Gute war noch der tote Hirsch. Aber so ein richtig dickes, fettes Pferd. Oder ein Ochse oder sowas. Oder eine Kuh. Nichts. Bisschen Dilemma jetzt, ehrlicherweise. So, Stroh ist fertig. Genauso wie Reed. Auffanggruppe eine Person. Steine sind durch. Es macht ja auch wenig Sinn, noch mehr Jäger abzustellen. Unabhängig davon, dass wir eigentlich niemanden mehr haben, der hier noch was machen kann dann. Aber es macht wenig Sinn, da noch mehr Jäger abzustellen. Weil wenn kein Viehbestand da ist, dann... Kannst du noch mehr Jäger haben? Es hilft alles nichts. Puh. Also wenn, dann müssten wir jetzt aufbrechen. Oh, jetzt kommt nochmal ein Pferd. Okay, ich nehme alles zurück. Okay, wir nehmen das Pferd noch mit. Wir haben Migranten eingetroffen. Wir nehmen das Pferd noch mit. So, nein, abgelehnt. Wir sind da rigoros jetzt. Wir müssen... Jede Kalorie müssen wir zählen, die wir hier verbrauchen. Das ist ganz wichtig. So, wo ist das Pferd? Es hat Angst. Das Pferd hat Angst. Da ist es auch tot. Zu Recht hatte es Angst. Die Frage ist, wo ist unser... Oh Gott, das ist ja ewig weit weg. Können wir dich mal verfolgen, wo das... Oh, das war sogar der Bürgermeister, der hier gejagt hat. Sehr schön. Gut, dass wir das Alter hochgesetzt haben. Das Arbeitsalter... Ach, das war ja hier gleich daneben. Ja, perfekt. Oh, das heißt, wir bekommen sehr schnell Fleisch. Wir bekommen jetzt sehr schnell Fleisch. Richtig gut, richtig gut. Ach, und da ist nochmal ein Auerochse. Ja, gut.
Nee, wir bleiben. Leute, wir bleiben den Winter noch, auch wenn ich aktuell nicht mehr so viel zu erzählen habe. Ich muss mir mal ein paar Themen überlegen, die ich euch noch erzählen kann. Ich hätte dann noch eine Geschichte, aber die erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Und ja, ansonsten müssen wir mal gucken, was wir hier noch machen. Wir können ja nicht ewig den Leuten hier beim Tanzen zugucken und beim Quatschen und beim Sterben und beim Schlafen. Das ist ja auch ein bisschen seltsam, ne? Wenn jemand über dich wacht und ständig dir beim Schlafen zuguckt. Ich möchte das nicht, ehrlicherweise. So, ist jetzt hier vorne, hängt das Fleisch, sehr schön. So, 10 und 11, perfekt. So, Fisch. Ah, Fisch wird wenig, ne? Also ich glaube, dass wir nicht mehr so viel Fisch haben. Wir können ja mal die Fischgruppe beobachten, was da denn noch so geht aktuell. Was hast du jetzt für eine Waffe? Du hast hier so einen Zackendings. Ah, schon die Knochenharpune. Du hast auch die Knochenharpune. Perfekt. Das heißt, wir begleiten euch mal kurz, ob die in näherer Umgebung fischen. Super. Okay. Nee, alles gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier ein Fisch. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Ein Fisch. So, du ziehst weiter zu weiteren Gefilden. Oh Gott. 3 Kilometer entfernt. 2 Fische, das lohnt sich ja kaum. Du verbrauchst ja schon mehr Kalorien durch das Herumlaufen. Na gut, also 4 Fische war schon mal ganz ordentlich. Könnte man noch ein bisschen mehr machen. Ich habe leider niemanden mehr, der jetzt arbeiten kann, oder? Ja, 3 hier. Also wir könnten alles leer fischen jetzt. Den kompletten Fluss leer fischen. Erstmal. So, hier kommt das Fleisch. Leute, fantastisch. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. So, in der Dunkelheit kehrst du zurück mit gar keinem Fisch. Das ist ein bisschen enttäuschend. Aber das Fleisch, ja, so sieht es gut aus, ne? Wenn hier so 60 Fleischeinheiten gelagert sind, rohe Fleischeinheiten, genau so stelle ich mir das vor. Okay, wir haben nochmal die Kurve gekriegt. Dadurch, dass sich nochmal so Großtiere hierher verirrt haben, Gott sei Dank. Wir haben wieder ein bisschen mehr an Ledereinheiten. Wir haben auch ganz gut Faustkeil, also das Zeug füllt sich auch auf. Und das Gute ist halt, wenn du irgendwann mal am Limit jetzt hier angekommen bist, dann muss das nur noch sporadisch quasi wieder nachgebaut werden. Die Werkzeuge. Und die Werkzeugmacher können dann wieder irgendwo anders arbeiten. Das ist schon ganz gut. Nur noch jetzt aktuell Feuerstein, Speer und Faustkeil fehlt uns hier. Wunderbar. Sieht gut aus. Und dann können wir endlich mal hier unsere Feuersteinknolle loswerden, die wir schon seit ewig. Das ist durch die Auffanggruppe, ne? Dadurch, dass wir das durch das Migrieren immer mitnehmen und das nicht verfällt, haben wir so einen Überschuss an Feuersteinknollen, weil die hier gesammelt werden. Wenn Leute in der Auffanggruppe sind. Das ist schon echt, ja. Könnte man vielleicht auch mal gucken, ob man das verkaufen kann. Wahrscheinlich nicht. So, wir schreiben den Januar schon. Oh, wir sind ja schon fast so weit jetzt. Das heißt, wir werden noch gucken, dass wir hier die ganzen Tiere ausnehmen komplett. 35 Einheiten. Dann ein Mufflon ist doch nicht da. Dann werden wir hier weiterziehen. Da können wir in der Folge, ja, ich würde sagen, in der Folge sogar noch weiterziehen. Nochmal zur höchsten Spitze des höchsten Gebirges. Mal gucken, ob wir diesmal auch wieder einen schönen Platz bekommen. Und ich hoffe, wir strapazieren unser Glück nicht über. Was ist das hier vorne? Das ist das Mufflon. Ist voll nah dran, ne? Also sehr nah hier an unserer hier. Sehr gut. Das spart Laufwege. So, Adam hat das Stammeswissen noch verbessert. Ja, das sieht schon gut aus. Gerade so die Jagd natürlich, dadurch, dass wir das jetzt hier in unserer Profession gemacht haben. Fischen und Jagen ist natürlich das, was wir hier am meisten an Wissen haben. Beim
bei der Steinbearbeitung sind wir ehrlicherweise jetzt aber ganz schön nach vorne geprescht hier. 40%. Wir hatten ja, wenn ich mich richtig erinnere, damals, als uns das Wissen verloren ging, waren das 5% noch oder so, die wir dann wieder hatten durch die neue Migration. Und jetzt sind wir hier bei 40%. Also irgendjemand hat hier nochmal ordentlich Wissen mitgebracht von der Migration. So, sehr schön. Fleisch ist da. Oh, 184 Trockenfleisch. Wir sind sowas von bereit, um jetzt hier weiterzuziehen. Wir schreiben Januar. Wir warten noch eine Nacht jetzt ab. Die letzte Nacht hier. Also nicht die, sondern noch eine. Ist nochmal einer. Ne, der ist schon leer. Die eine Nacht warten wir noch ab. Und dann ziehen wir weiter. Wir werden natürlich die ganzen Behausungen abreißen. Ich glaube, die Bäume nehmen wir nicht mit, die Baumstämme, weil wir die sowieso nicht tragen können. Das Feuer bleibt hier. Nö, ich glaube, wir brauchen hier nicht so viel. Alles andere bleibt hier. Oh, sieht schon ganz ordentlich aus jetzt hier mit den ganzen neuen Hütten hier. Das sieht schon ganz ordentlich aus hier, Mensch. Gefällt mir. So, nehmen wir die Migranten noch mit, eine Person. Die Anna. Die Anna hat die Glück, oder was ist das hier? Ein Idol. Charisma, aha. Aber auch teilnahmslos. Ja, teilnahmslos brauche ich eigentlich nicht. Die muss ja aktiv sein. Die muss ja hier mitarbeiten. Nee, tut mir leid, Anna. Ah, Mann, die ist ja alleine unterwegs und ich schicke sie einfach weiter. Bricht mir das Herz. So, hier vorne muss noch repariert werden. 10 Stroheinheiten ist kein Problem. Wobei, ich habe gar keinen Stroh. Das wurde anscheinend schon verbraucht. Na gut, wird dann abgerissen. Wird abgerissen. So. Ah, ich freue mich schon, wenn dieser ganze Haufen hier alles mal weg ist und organisiert ist, Mensch. Alles liegt so herum. Haben nochmal das Stammeswissen verbessert. Es wäre mal schön, was denn verbessert worden ist. Welches Stammeswissen? Das wäre noch interessant. Also Bas Peters ist anscheinend auch ganz gut in der Steinbearbeitung hier. Der ist richtig gut. Schwach ist er. Unentschlossen auch. Ja. Na gut. So Leute, der Umzug steht mal wieder bevor. Wir werden unsere Felle abreißen, wenn die Nacht vorbei ist. Wir werden die Jäger und Fischer entsprechend pausieren. Heißen hier Schuppen und Dornen, habe ich noch gar nicht geändert, ne? Aber man kann ganz gut erkennen am Symbol, dass es Fischer sind. Das heißt, wir werden euch eigentlich gleich, können wir euch gleich mal pausieren. Genauso die Jäger. Ach, jetzt habe ich hier nochmal 158 Fleisch. Ich habe schon 200. Okay, wir pausieren euch. Ihr müsst das Fleisch nicht mehr holen. Bisschen schade, weil das Tier ja schon tot ist. So, jetzt kommen hier alle raus. Und jetzt werden wir alles abreißen. Die Segel streichen quasi. Jetzt sind da aber ganz schön viele Hütten. Das wird jetzt langsam für mich schon zur Arbeit, hier alles anwählen muss. Meine Güte. So, ich glaube, das war's. Die anderen Sachen bleiben hier. Und dann baut mal das ganze Zeug ab. Es geht so schnell, ne? Das geht so schnell, wie hier alles abgebaut wird. Wir gucken ihnen mal ein bisschen zu, wie sie hier den Platz leer räumen. Auch schön hier. Nur noch die Laufwege sind zu sehen. Ein leeres Feld. Und dann ziehen wir weiter. Okay, also Essen ist super. Perfekt, ich liebe es. Na, jetzt könnte aber das jetzt auch noch abreißen jetzt hier. Das, ich glaube, wir lassen mal die Steindings da. Weil wir die Steine sowieso nicht mitnehmen können. Wir lassen mal das, die Hütte da. Aber das hier noch abreißen wäre schon ganz, ganz toll eigentlich. Weil das wäre ja eigentlich noch Leder, ne?
Oh, das heißt, wir starten in der Nacht dann mit dem Abmarsch. Weiß nicht, ob das so günstig ist. Es wird auf alle Fälle jetzt Nacht. Okay, also wir ziehen weiter. Ein bisschen was bleibt stehen. Das sind halt die kläglichen Reste. So, und wir machen uns auf den Weg. Das wäre natürlich auch ein schönes Plateau hier oben. Hier oben, ne? Das ist ein weiter Weg, Mensch. Nee, wir bleiben mal hier vorne. War das hier? Ich glaube, es war hier. Wir werden hier mal Platz finden, hier vorne. Sehr weit hier, Mensch. Das ist ja... Uiuiui. So, wir haben jetzt 200 Fleisch. Wir haben die rote Beete mitgenommen. Sehr schön. Wir haben 130 Fisch. Wir haben die Ledersachen. Die Baumstämme und so weiter. Da ist natürlich nichts dabei. Genauso wenig Stroh und Schilf ist auch nichts mit dabei. Okay, Wahnsinn, oder? Wie so Gazellen springen sie über das Gebirge. Es war jetzt gar nicht schlecht hier auf 2 Tage. Jetzt kurz vor Nachteinbruch. Ich hoffe, ich habe nicht wieder einen Bug mit der Positionierung. Aber wenn ich nicht herauszoome, müsste das passen. So, okay, also wir gucken uns mal ein bisschen um. Das sieht zumindest schon mal baumäßig fantastisch aus. Können wir mal ganz kurz schauen, wo hier Ende Gelände ist. Hier. Also von hier sieht auch erstaunlich grün ein bisschen oder dreckig zumindest aus. Wir suchen uns mal den höchsten Berg der Berge hier. Das müsste hier oben sein. Das ist auch, sieht auch noch gut aus hier. Ja, das, ach so, da ist schon. Nee, das ist Quatsch. Also, dann werden wir uns hier oben ansiedeln. Beziehungsweise, sieht wieder ein bisschen aus wie die Kuhle, die wir schon beim letzten Mal hatten. Es ist sehr schief hier. Das ist schon ganz schön schief. Also, hier zu schlafen, schwierige Sache hier. Oh, können wir hier überhaupt irgendwo die... Oh, hier vorne vielleicht. Dann machen wir das hier vorne. Das sieht schon etwas gerade aus. Oh Gott, das ist jetzt wieder Risiko, ne? Hier vielleicht ein paar Zelte... Könnte schon passen. Okay, Pause drücken. Schön aufgeordnet. Guckt euch das an. Normalerweise sieht es aus wie Kraut und Rüben, aber das sieht ja richtig toll aus hier. Wäre natürlich schöner, wenn sie so einen Wagen hätten. Aber die armen Leute, die jetzt hier einen Wagen auf den höchsten Berg ziehen müssen, das wäre ja Quatsch. Das wäre ja richtig Quatsch hier. So, okay, also. Alles auf Anfang mal wieder. Wir fangen erstmal mit dem Feuer an hier. Feuerstelle. Ich glaube, wir machen hier oben nur eine kleine Feuerstelle oder zwei. Minus 56, minus 41, die paar Prozentpunkte sind auch egal, weil ich noch nicht weiß, ob es hier überhaupt rohen Stein gibt. Aber doch, nee, hier gibt es ja überall Stein. Doch, Stein ist eigentlich da. Und Baumstämme sollten ja auch kein Problem dann sein. Wir haben ja Axt. Ah komm, was soll der Geiz? Machen schönes Feuer hier. Es sind 2 Stück. So, dann nächster Schritt. Natürlich als erstes wieder die Zelte. Und da ist jetzt wichtig, was machen wir für Zelt? Also, Schilfzelt macht keinen Sinn. Wahrscheinlich auch keine Strohgrubenhütte. Ich würde fast die Pelzgrubenhütte wählen. Wir sind jetzt aktuell 20 Leute. Wir brauchen 5 Pelzgrubenhütten. Das wären 50 Ledereinheiten. Ich habe 46. Es reicht leider nicht ganz, weil hier noch 4-mal rohe Haut gegerbt werden müsste. Das heißt, wir machen 4 Pelzhütten. 1, 2. Gedreht, damit es auch gut aussieht. 3. Um das Feuer herum. Ja, schwierig. 4. Und dann machen wir uns noch Steinhütte. Braucht zu viel Stein, das dauert zu lange. Strohhütte geht nicht. Wir müssen eine reguläre, normale Pelzhütte noch machen. Dann sind wir bei 40, 45 Einheiten. Genau. Passt. So. Okay, dann erstmal wieder die Prioritäten setzen. Bevor wir dann den Rest in Auftrag geben. Wir schreiben den Nachmittag jetzt. Also das wird eine kalte Nacht jetzt. Wir müssen uns ein bisschen zusammenkuscheln.
nehme die Pause raus. Und wir planen noch ein. Natürlich den Trockner. Eins, Nummer zwei. Brauchen nur zwei Trockner, weil wir hier keinen See haben oder keinen Fluss. Pack mal zwei solide Einheiten her, damit wir hier noch schön gerben können. Eine kleine mittelgroße Bank reicht hier vollkommen. Und dann packen wir noch ein bisschen so Spiritualität hier rein, damit die Leute den Glauben nicht verlieren. So, also, auf geht's. Da buddeln sie schön den Berg aus, wie man hier sehen kann. Das ist so gut. Schön in den Berg hier die Löcher gegraben. Das stellt mir. Uiuiui. Dramatisch sieht das jetzt hier aus. Es ist zapfenduster. Man sieht nichts. Eieiei, wir haben ja nicht mal Feuer, ne? Wir haben ja nicht mal ein ordentliches Feuer, Mensch. Na gut, es ist halt sehr schnell jetzt dunkel geworden. Das ist. Hier wäre gleich mal ein Baum, den man vielleicht fällen könnte. Ansonsten gibt es hier, zumindest sehe ich, keine Baumstämme herumliegen. Auch ein bisschen unrealistisch. Da sehe ich ein. Was ist das hier? Ein Mufflon? Was ist das denn hier? Ein Mufflon Nummer 5. Das heißt, für Nahrung ist auch schon mal gesorgt. So, ja gut, ihr müsst jetzt hier irgendwo schlafen, wo es etwas ungemütlich ist. Müssen wir denn aufbaumäßig irgendwas machen? Können wir mal gucken bei Stein. Du musst aktuell eigentlich nichts sammeln. Stein. Ja doch, wir brauchen Stein wahrscheinlich für das Feuer. Ja doch, wir müssen Stein sammeln. Jäger machen noch nichts. Ja, wobei, die Jäger könnte man jetzt schon freigeben, oder? Wir warten noch ein bisschen, bis wir auf die 100 kommen hier beim Essen. Die Leute sollen arbeiten. Pflanzenfaser. Pflanzenfaser, ha. Wir brauchen jemanden, der Holz hackt. Hier vorne, genau. Das ist wichtig. Wir brauchen Holz. Ich habe 189 Stöckchen, bearbeitete Stöckchen auch. Ah ja, die arbeiten schon lange hier. Guck dir das an, das dauert jetzt eine Woche, bis wir hier die Grube ausgegraben haben. Ja, ja, jetzt arbeiten hier so viele Leute daran und es geht sehr zäh vorwärts hier. Oh. Ach du meine Güte, 60 von 200 Punkten, Fortschrittspunkten. Hier oben sind es mindestens schon die Hälfte. Da stehen schon die Streben. Na gut, aber wieso kümmert ihr euch nicht erst um das Lagerfeuer, Mensch? Trockner ist einsatzbereit und der Fellgerber auch. Perfekt. Das heißt, wir packen hier noch das Fleisch. Ah, wir haben gar kein Fleisch mehr. Haben wir das reguläre Fleisch jetzt gegessen auf dem Weg oder wurde das gar nicht mitgenommen? Schön, wie das hier geordnet ist. Gefällt mir. Die ganzen Steine hier. Was sind das? Die ganzen Feuersteinknollen. Na gut. Okay, liebe Leute, wir machen hier mal kurz ein bisschen langsamer. Ich lasse euch mal alleine mit dem Vollmond, dachte ich, der hier irgendwo scheint. Es ist auf alle Fälle sehr hell. Wir haben wieder mal uns selbst eine Aufgabe gestellt, hier auf dem Berg zu verweilen, zumindest zeitweise. Es wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass wir nicht sehr lange bleiben. Aber ne, ist ja auch mal ganz schön, ein bisschen Abwechslung, bevor es dann hinab ins Tal geht. Das wird dann wahrscheinlich die vorletzte Rast sein, bevor wir dann am Ausgang des Alpengebirges uns nochmal niederlassen und dann quasi in das große Tal hinabschreiten. Ich freue mich sehr. Der Durchgang macht immer noch Spaß. Ich weiß, es ist ein bisschen zäh, weil natürlich nicht so viel zu tun gibt. Ich versuche euch die Zeit ein bisschen zu versüßen mit ein bisschen Gequatsche. Und nicht vergessen, in der nächsten Folge gibt es dann die Story, die ich schon ewig lang erzählen wollte. In diesem Sinne macht's gut und bis dahin.